Moin, liebe Top-Familie draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind mal wieder hier bei diesem Spiel Cluedo. Das ist ja das neuere Spiel von Marmalade Games. Wo es eben natürlich auch klassischerweise um Cluedo geht, aber es ist hier nochmal ein bisschen anders. Falls ihr das letzte Mal nicht gesehen habt, das Video ist schon etwas länger her, checkt es sehr, sehr gerne aus. Vielleicht denke ich daran und dann verlinke ich euch irgendwo hier das Video. Ansonsten sucht sehr gerne nach den Videos danach. Einfach Cluedo eingeben oder eben die Playlist mit Cluedo. Da habe ich das auch reingepackt. Und lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, wenn euch dieses Video hier gefällt. Und vielleicht wollt ihr mehr sehen. Wenn nicht, spiele ich für mich hier gerne privat weiter. Denn wir haben hier verschiedene Fallakten. So. Und diese Fallakten, da haben wir einmal das Tudor-Herrenhaus und das Viper Resorts. Bei beiden haben wir je eins freigeschaltet. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber wir haben hier eins von 42 und auf der anderen Seite eins von 36. Hierum wollen wir uns heute kümmern, denn es gibt ja eine Story, wenn man so sehen will, zu diesem Cluedo-Spiel. Nach Erhalt einer mysteriösen Einladung treffen sechs Gäste im Tudor-Herrenhaus von Blackie Schwarz. Beim Abendessen enthüllt Schwarz seine Pläne, ein Luxushotel in einem beliebten Park zu bauen. Sie alle haben etwas, das er braucht, und er ist bereit, sie zu erpressen, damit sie ihm helfen. Die Gäste verlassen den Tisch, um diese Information zu verdauen. Kurz darauf ertönt ein Schrei aus dem Flur und die Gäste entdecken die Leiche von Schwarz am Fuße der Treppe. Es gibt sechs Verdächtige, sechs mögliche Waffen, neun Räume und nur eine Antwort. Du musst die Wahrheit herausfinden. Wir haben nur einen Hinweis von 36. Und zwar den Polizeibericht. In dem Polizeibericht steht Folgendes. Während einer Party Tudor Herrenhaus wurde der Gastgeber Dr. Schwarz unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Die Leiche des Opfers lag am Fuße der Treppe im Flur des Hauses. Die Beweise deuten darauf hin, dass das Verbrechen irgendwo anders im Herrenhaus stattfand. Es wurden sechs Verdächtige, neun mögliche Tatorte und sechs mögliche Waffen identifiziert. Das ganze Gebäude ist ein Tatort, bis das Rätsel gelöst ist. Sammeln Sie 10.000 Punkte, indem Sie Tudor Herrenhaus spielen. Das müssen wir machen. Das heißt, das spielen wir heute. Tatort erkunden Sie frühere Hinweise. Raum. Schlage dreimal in einem Spiel denselben Raum vor. Können wir machen. Oh, warte mal. Ah, nee, hier. Dann entdecken Sie frühere Hinweise. Billardzimmer. Ah, erkunde Billardzimmer. Wintergarten. Speisezimmer, Halle, Küche, Bibliothek, Salon, Arbeitszimmer. Waffen. Da sind hier dann diese ganzen Sachen. Schlage zweimal in einem Spiel dieselbe Waffe vor. Dann untersuchen wir den Leuchter. Okay. Und dann können wir hier auch die ganzen Charaktere eben befragen, die man aus dem klassischen Cluedo kennt. Gloria, Gato, Blum, Grün, Porz, Weiß. Darum geht es also. Spiele ein Spiel als Weiß. Ah, okay, spiele ein Spiel als Porz. Das heißt, einen dieser Leute werden wir hier spielen. Okay, entscheide ich gleich spontan. Gut. Das machen wir jetzt. Wir spielen also Tudor, eine neue Variante, aber heimlich auf Vorschläge reagieren. Hatten wir das letzte Mal? Bei der alle gleichzeitig, aber heimlich auf Vorschläge reagieren. Ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Wir spielen klassisch. So. Das bin ich. Das heißt, ich bin Green, aber ich kann ja Tudor Herrenhaus aus, ich kann ja einfach sonst auch Gato nehmen und bin trotzdem. Hier ist ja auch die Paul. Gloria Weiß, Hyazinth, warte mal, Hyazinth und Grey machen wir nicht. So, und dann... Ah. Bloom. Bringen wir mit hinzu. 1, 2, 3, 4, 5. Und wer fehlt jetzt noch? Warte mal. Grün.
Damit haben wir alle aus dem Herrenhaus dann mit dabei. Schwierigkeit machen wir leicht und wir starten das Spiel. Okay. Jetzt geht es darum, Hinweise zu sammeln für eben diesen Fall. Oh, das sieht schon geil aus. Ihr wartet mal. So. Habe ich vielleicht kurz was für Thumbnail? Was für Hinweise haben wir? Dolchheizungsrohr Wintergarten. Kann es nicht sein. Okay. Wer fängt an? Gloria beginnt das Spiel. Meine liebe Gloria. Was willst du uns sagen? Wen verdächtigst du? Mhm. Billardzimmer? Kann nirgends hin. Oh, okay. Sie kann nirgends hin. Jetzt ist Weiß dran. Oh, Weiß kommt auf jeden Fall irgendwo hin. Außer Weiß will nirgends hin. Hä? Warum kommt die denn nirgends hin? Wollt ihr mich verarschen? Mit einer 5 oder 11 oder so kommt man doch hin. Also jetzt sagt nicht wieder... Leute. Geht irgendwo hin einfach. Ja, danke. Billardzimmer, oder? Nee, Musikzimmer. Loom ist der Erste. Okay. Loom ist der Erste. Das Ding ist, ich verdecke hier... Warte mal. Hallo. Ich mache mich hier mal ganz klein. Warte mal, so. Ihr müsst das ja nicht lesen. So, wenn jemand deine Karten vorschlägt, wählst du eine Karte aus. Hm. Ja. Natürlich muss ich hier dann zeigen. Das ist ja schon wieder genial. Bots ist dran. Ihr sollt ja auch hier meine Karten sehen und Notizen. Bots ist dran. Wo geht denn die gute Miss Ports hin? Ins Esszimmer. Speisezimmer. Sehr arrogant kommt die rüber. Ich werde verdächtigt. Ja. Natürlich. Wait. Wait, 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 wait. Speisezimmer, warte mal. Natürlich wird. Warum werde ich die ganze Zeit nur verdächtigt? Ja, warte mal. Ich will mir hier was markieren. Toll. Ja, toll. Kann ich mir jetzt hier mal kurz was markieren? Ich wurde jetzt ja die ganze Zeit verdächtigt. Nur das beides geht so. Weil Blum hat ja entweder mich oder das Speisezimmer. Ja, rolle die Würfel und dann ist es... Okay. Habe ich jetzt instinktiv irgendwie eine 12 gewürfelt hat. Okay. Wir gehen in den Salon. Das sind die Geheimgang. Okay. Gut, Salon. Ich werde das aber, ich muss zweimal auch denselben Raum danach fragen. Oder was? Dreimal. Dann machen wir das auch dreimal. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich verdächtige die gute Miss Gloria. Und zwar mit. Das habe ich ja selbst. Mit der Rohrzange. So, warte mal. Also Gloria selbst hat nicht sie selbst, hat nicht die Rohrzange und hat nicht den Salon. Ich habe folgendes: Gloria bedeutet, Weiß hat Gloria und damit kann keiner mehr Gloria natürlich haben. Regelnotizen, Hinweisblatt. Anklage erheben jetzt schon den. Runde beenden, okay. Verdammt, ich habe das bei den anderen Runden vergessen zu markieren, wer etwas nicht hat. Shidi. Shidi, Shidi.
Okay. Okay, weiß. Weiß hat nicht grün, hat nicht die Rohrzange. Ich habe das die Runden eben vergessen. Und Salon nicht. Okay. Blumen hingegen hat entweder grün, die Rohrzange oder den Salon. Ich habe das die ganzen Runden eben vergessen. Hier ist das ja anders als beim anderen Cluedo. Hier ist alles manuell. Manuell, Emanuel. Gehst du denn hin? Ins Billardzimmer. Interessant. Weiß macht einen Vorschlag. Oh. Blum kann schon helfen. Könnte Grün also wirklich haben. Also kann natürlich gut sein. Kann aber auch das Seil haben. Oder eben dann doch das Billardzimmer. Who knows? Ich habe die ganzen Runden vergessen, die Äxte zu machen. Oh, das ärgert mich so. Ich habe die ganzen Runden einfach nur so. Ja. Ah, ja, 1-1-1, 2-2. Oh, das regt mich auf. Ich ärgere mich über mich selbst gerade. Ja, gut. Kann dir nicht helfen. Kann auch nicht helfen. Oh. Okay. Gloria wurde gefragt. Wissen wir aber auch schon, hat Weiß. So, wir können aber trotzdem gewisse Sachen abhaken, denn wir haben die Rohrzange. Das heißt, die Rohrzange hat tatsächlich, kann Blum haben, aber Blum ist der Einzige, der die dann nur haben kann. Und das Musikzimmer hat Gloria nicht, hat Orts nicht und Grün nicht. Okay. Und Weiß hat Gloria wohl gezeigt. Okay. Oh ja, das mit den X-Nay, das ärgert mich so, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Das ärgert mich so. Wo geht denn die gute Miss Ports jetzt? In den Salon. Die verdächtigt Weiß. Okay. Grün ist der einzige, wo wir eine Info haben. Also, Grün hat nicht. Grün hat nicht Weiß. Grün hat auch nicht den Dolch. Haben wir ja auch selbst. Und den Salon hat er auch nicht. Okay. Oh, mich ärgert es immer noch so mit den Xen aus den ersten 4, 5 Runden. Oh, was sind das denn für geile Würfel jetzt hier? Das heißt, geht er in den Wintergarten? Nee, Billardzimmer. Ja, Weiß wissen wir, hat ja Gloria. Gloria haben wir schon abgehakt. Dann haben wir die Rohrzange. Haben wir auch schon beides abgehakt. Weiß kann es nicht haben und dann Billardzimmer, aber hat zumindest Gloria nicht. Ich bin dran. Eine 9. Eine 9, darüber können wir uns freuen. Ich würde mal sagen, ich bleibe im Salon, oder? Machen wir nochmal was im Salon. Wir nehmen jetzt mal, wir vermuten jetzt mal den guten Blumen. Mit der Rohrzange. Als ob. Okay, wartet. Blum hat nicht die Rohrzange. X und die 2 weg. 2 haben wir nur noch hier oben bei Grün. Ah ne, und Salon. Und Salon müssen wir also gleich noch überprüfen.
Plateau Speisezimmer. Müssen wir doch überprüfen. Grün hat jetzt Blumen. Das heißt, hier können wir überall ein X machen. So. Okay. Runde beenden. Ich war jetzt zweimal da und habe zweimal Rohrzange genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dreimal Raum war und dreimal Gegenstand. Musikzimmer. Ich hoffe nur, wir schalten irgendwie Akten frei. Das ist das Einzige, was ich hoffe. Ja, geil. Die Runde bringt ja gar nichts, weil Weiß immer Gloria hat. Die Runde bringt mir absolut nichts. Aus der Runde kann ich nichts rausholen. Aber jetzt bestimmt, weil Weiß in irgendeinen Raum kommt, wo bislang noch keiner war. Vielleicht Küche oder Halle. Hoffe ich mal. Salon. Okay, ist aber auch okay. Ich werde erstmal verdächtigt. Oh. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kann ich schon Sachen machen? Kann ich noch nicht. Warte mal. Heizungsrohr, okay. Also. Blum hat nicht mich. Da haben wir die 1. Die 1 haben wir nur noch hier unten im Speisezimmer. So. Bedeutet, hat das Speisezimmer. So. Blum hat nicht Gato, hat nicht das Heizungsrohr, hab ich ja auch, und den Salon auch nicht. 2. 2 ist nur noch hier oben bei Grün. So. Hier die 2 weg. Von Ports hat nicht mich. Hat nicht das Heizungsrohr, geht ja auch nicht. Und nicht den Salon. Meine Lieben, wir wissen schon mal. Es ist der Salon. Das wissen wir schon. Okay. Das war eine gute Runde. Da konnten wir gerade sehr, sehr viel rausziehen. Bereitet jetzt. Okay. Überprüfen nochmal. Ports hat nicht Blumen. Nicht die Pistole. Und nicht den Salon. Okay. Und nicht, dass ich was Falsches angekreuzt habe, weil Grün hatte jetzt 2 Runden was. Und ich habe jetzt nicht darauf geachtet, hat er jetzt immer das Gleiche gehabt. Egal. Den Salon haben wir, glaube ich, ja schon abgehakt, ja, bei Grün. Offen. Oh, kann das sein? Oder habe ich jetzt da einen Fehler gemacht? Oh, verdammt. Also zumindest kann er Grün nicht haben, aber er muss ja was haben. Das heißt, wenn wir sagen, der Salon ist es, dann muss er ja die Pistole haben. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht und hat die Pistole. Wir wissen noch keine Karten von Ports oder Gloria. Mag die Würfel von Grün. Alle gehen jetzt in den Salon. Alle. Ja, geil, ich muss was zeigen. Gut. Und das bringt mir nichts. Habe ich noch ein drittes Mal im Salon, um vielleicht was zu überprüfen. Ich bleibe noch mal im Salon, um das noch mal abzuhaken mit 3-3. Ich vermute jetzt aber.
leider ja nicht selbst eine Person, das ist das Blöde. Ich vermute jetzt mal mich. Vielleicht kann ich dann hier was abhaken, ist sonst auch okay. Und beim Gegenstand nehme ich jetzt einen Gegenstand, der mir gehört, einen Dolch. Wait. Okay. Salon ist es. Keiner hat mich. Nein, ich bin der Mörder. Nein, das ist nicht schön. Okay. Dolch hab ich. Drei. Seil oder Billardzimmer? Sind wir uns nicht sicher, weil die 3 war auch hier bei Grün. Wir wissen zumindest, ich bin der Mörder und wir wissen auch schon den Ort. Wir wissen nur noch nicht den Gegenstand. Habe zumindest eine Tendenz, welcher Gegenstand. Blumen. Dolch geht nicht, hat das Musikzimmer. Meistert das Musikzimmer. Okay. Dann wissen wir jetzt auch 2 Karten von Weiß. Wir wissen 2 von Weiß, 2 von Blumen, 2 von Grün. Nur von Gloria und Ports wissen wir keine Karte. Salon. Jetzt, oh. Ist das nicht aber auch lustig? Ich entscheide mich für den Salon, für den Raum. Oh, warte mal. Blumen. Quartz, Leuchter. Okay, warte. Also, Blumen hat entweder Quartz oder den Leuchter. Denn Salon geht nicht. Das bedeutet, hier können wir die 3 wegmachen. Hier können wir die 3 wegmachen. Dadurch, dass Blumen eine dieser Karten haben muss, kann er die anderen nicht mehr haben. So. Weil, warum? Jeder hat nur 3 Karten. Okay. Es ist 50-50. Es ist entweder der Leuchter oder das Seil. Meine Tendenz geht Richtung Leuchter. Ich war's mit dem Leuchter im Salon. Sagt mir mein Gefühl. Blumen macht's. Mach jetzt was Gutes. Ja, weiß ist okay. Ja, zumindest wissen wir, dass Ports nicht weiß hat. Was für Karten hat denn Ports? Hat die nur 3 Räume? Grün hat nämlich ja, was hat Grün? Pistole. Erstmal hier kurz Überblick nochmal haben. Ports, mach jetzt bitte nichts Blödes. Mach bitte einen guten Move. Dass ich eine Information hier bekomme für mein Notizbuch. Salon. Nimm jetzt nur nicht Dolch oder Heizungsrohr. Nimm den Leuchter. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Ja, es ist Gloria. Okay, aber pass auf. Grün. Gehen jetzt erstmal grün durch. Grün hat nicht Gloria, wissen wir. Grün hat nicht den Leuchter. Und Salon wissen wir ja auch. Gloria hat nicht sie selbst. Sie hat aber auch nicht den Leuchter. Okay. Weiß hat ja Gloria. Nein! Nein, als ob jetzt der PC vor mir löst. Nee, Rohrzange ist falsch. Als ob jetzt der PC vor mir gewonnen hat. Und mich festnimmt. Ich wollte mich selbst festnehmen. Nein, das ist doch jetzt ein Witz. Oh. Zumindest habe ich 2000 Punkte noch geholt, weil ich das markiert habe. Oh mein Gott, als ob der PC mich jetzt da besiegt hat.
Was für Karten hatte Gloria? Gloria hatte Weiß. Ja, gut, ja. Hatte die Halle und das Arbeitszimmer. Was für Karten hatte Ports? Gato, ja. Hier, sie hatte. Ports hatte sich selbst. Das heißt, der Leuchter, ja. Oh mein Gott, Leute, ich habe eigentlich gewonnen. Ich bin doch so dämlich. Wir machen gleich nochmal eine Folge. Es kommt nochmal für euch eine Folge. Die Rohrzange, guckt euch das hier an. Das sind Xe. Das sind Xe. Das ist doch kein Haken. Ich hätte schon längst gewinnen können. Warum? Jetzt warte mal. Warum haben die alle Gato Rohrzange Salon? Die alle haben 3000 Punkte. Ich nur 2000. Weil ich vergessen habe, die Rohrzange zu markieren. Oh mein Gott, leck mich doch am. Mache 15 Vorschläge als Gato. Schlage 10 mal eine Waffenkarte vor, die du besitzt. Betrete in einem Spiel mindestens 6 Räume. Schwierig, aber okay. Okay, meine Lieben. Das war's mit dieser Folge. Ich werde jetzt gleich hier noch eine aufnehmen. Ich setze mich vielleicht gleich ganz nach links. Aber, oh hier, wir haben nochmal 3 Sachen hier herausgefunden. Raum. Hinweis aufdecken. 4 Ausgänge, einer in der Nähe des Wintergartens und einer in der Nähe der Küche. Beide mit Geheimgängen. Mörder hätte in jede Richtung fliehen und innerhalb von Sekunden einen anderen Ort erreichen können. Okay. Waffen. Ein paar schwere antike Leuchter kann im Speisezimmer gefunden werden. Sie schmücken den Kamin-Sims. Gloria, sie ist ein bisschen wortkarg, wenn Sie mich fragen. Nicht viel zu sagen und nicht wirklich anwesend. Boom, sie spricht über einen Mann, der Bücher mit einem Mann der Tat. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es immer die Wissenschaftler und Akademiker sind, die verursachen? Männer wie ich beseitigen nur das Chaos. Er ist ein hart arbeitender Mann in Grafschaft Neufarbenburg, der seinem sauberen Ruf alle Ehre gemacht hat. Ich bin überrascht, ihn hier zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Weiß. Ein Heißsporn, diese Frau. Hitzköpfig. Ich hoffe nur, dass sie ruhiger ist, wenn sie ein Messer in der Hand hat. Ports. Sie ist die Beste, wenn es darum geht, Ergebnisse zu erzielen, weil sie sich nicht an die Regeln hält. Ihre Bilanz spricht für sich. Sehen sich das an. Bartz. Ich war ein alter Bekannter seines Vaters und interessierte mich dafür, was er mit seinem Vermögen anstellen würde. Das Hotel, oh, das war ein dummes Projekt. Ich versuchte, ihn davon abzubringen. Okay. Das ist das Coole. Okay, ich verstehe insgesamt. Okay, meine Lieben, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wir machen hier noch eine Folge. Das heißt, irgendwann kommt für euch hier eine Folge 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich hab Bock. Wie gesagt, eine Folge werde ich noch auch aufnehmen für euch. Und ich werde ja sehen, ob es gut bei euch ankommt und ihr auch Spaß daran habt. Klar, wir brauchen lange dafür. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao. Liebe Top-Familie, zum nächsten Mal haut rein. Und tschüss.